Anpfiff. Die Fußball-WM 2014 hat begonnen. Sie zieht weltweit Millionen Menschen in ihren Bann. Brasilien gibt für die WM 2014 bei weitem mehr Geld aus als je ein anderes Land zuvor. Tausende Pässe werden gespielt. Oje, ein Fehlpass. Schon im Vorfeld der WM gab es viele Fehlpässe. Tausende Menschen wurden im Namen der WM aus ihren Häusern vertrieben. Auch João, Maria und deren Mutter wurden einfach aus ihrem Haus geworfen. Wo sollen sie jetzt bloß hin? Tor! Hunderte Tore werden fallen, mit jedem, der dein Traum war. Aber hunderte Träume von Menschen in Brasilien werden zerstört. Maria träumt davon, Schachmeisterin zu werden. Und João will in der Nationalmannschaft spielen. Leider drohen ihre und die Lebensträume von über 170.000 Vertriebenen zu platzen. Foul! Das ist ein Foul! Viele Fouls werden bei der WM begangen. Eines ist sicher: Für diese Spiele wurden viele Kinder gefoult. Kindersextourismus ist ein riesiges Problem in Brasilien. Während der WM wird sich die Situation weiter verschärfen. Dieses unfaire Spiel im Namen des Fußballs wird weitergehen. Außer wir stoppen es. Richterliche Verfügung, Räumung gestoppt. Wir müssen dieses Spiel unterbrechen und die Kinder spielen lassen, denn es ist ihr Recht. Fordern wir gemeinsam von der FIFA und der brasilianischen Regierung. Sportliche Mega-Events dürfen keine Kinderrechte verletzen. Mach mit beim Anpfiff für Kinderrechte. Weitere Infos unter dka.at/nossoshogo.